Nein, ach so, okay. Es gibt. Nein. Ja, ich weiß ja nicht, wie die komplette Anfrage ist. Was bin ich, ein kleines Mädchen? Einmal. Ja, ist ja gut. Wie redet das sich kann? Ja, was bin ich? Hallo, Quinn. Ein kleines 14-jähriges Mädchen? Nein, bin ich nicht. 14-jährige Mädchen haben schon Sex, das machen 12-jährige Mädchen. Das in meiner Welt haben 14-jährige Mädchen keinen Sex. Ja, in meiner auch nicht, weil ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, eine Tochter zu bekommen und meine Tochter hat generell niemals Sex, oder? Nie. Na, so schlimm sehe ich das tatsächlich nicht. Die wird nie älter als 13, 14, nein, 12. Da ist 12. Sie wird für immer 12 Jahre alt bleiben. Dafür sorge ich. Alter. Oh, holy crap. Ja, hätten wir den crazy, crazy shit auch wieder erledigt. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Couch Talks. Nummer nicht 43, sondern 34. Ja, er hat wieder mal seine Gelasthenie bewiesen. Gelasthie was? Ja, und ich weiß, dass es Legastheniker heißt. Das war ein Witz wegen vertauschten. Haha, haha, haha. Wie ihr seht, wir haben ein neues Mikrofon-Setup für genau solche Sachen. Ja. Es ist vielleicht auch zu hören. Nie wieder den Black Dick in meiner Fresse. Nein, die Black Dicks in der Fresse gibt es weiterhin, aber nur für die Play-Sachen und für Voice Recordings an sich. Ja. Ja. Aber wir haben jetzt ein Set-Mikrofon. Ich würde es so aufheben herzeigen, aber. Nein. Nein. Wir haben ein Set-Mikrofon für so Sachen wie das hier oder andere Dinge, die noch kommen. Dafür gibt es nämlich auch sowas da. Nein. Lass das bitte da hinten liegen. Das ist ein Boom-Ball. Ein Boom-Ball. Und jetzt. Eine Tonangel. Ja, warum nimmst du das deutsche Wort, das wieder gar nicht gesagt hat? Eine Tonangel. Ja, es ist eine Tonangel. Es ist ein Stock mit einem Gewinde oben drauf. Es ist ein Stock mit sehr vielen Gewinden. Na, oben das eine Gewinde. Ja. Das kann man übrigens austauschen. Oh, tell me more. Tell me more, weil da wieder ausschlägt. Wir. Abgesehen von etwas neuem Setup, das ist immer neuer wird von Woche zu Woche, wie man mitbekommt vielleicht. Ah, es ist YouTube-Fame, wir kriegen schon Ur-Money, obwohl wir gar keine Werbung schalten. Das sind die Werbeeinnahmen von der Nicht-Werbung. Das ist, weil wir Grain promoten, kriegen wir sein Sweet Advertising-Money. Ja, der kann sich alle drei Monate ein Red Bull leisten. Nein, der hat es nicht letztens gesehen, der hat sich jetzt dadurch für seinen Garten, hat er sich so einen lebensechten Dinosaurier gekauft. Richtig. Ja, so ein 23.000 Euro Dinosaurier. Ja, aber die Reviews waren nicht so gut. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich ihn schon bestellt hat, aber... Vor allem die Versandkosten 6,50 Euro. Alter, für 6,50 Euro kannst du das knicken. Ja, ich meine, der Versand muss bei so einem Preis eigentlich mit enthalten sein. Eigentlich. Das ist eigentlich ein Luxusprodukt. Und ihr da draußen wisst es natürlich nicht, weil ihr habt nicht die Financial... Advertising Money wie zum Beispiel ein Grain oder wir. Deshalb die gar keine Werbung schalten. Deshalb erklären wir euch das jetzt einmal, weil in dem von der Mittelschicht bis zur Oberschicht und dann die Luxusschicht, in der wir klar dazugehören, da gibt's ein bisschen eine Abstufung und da zahlt man solche Sachen wie Versand nicht oder so. Nein, weil das ist eigentlich ein Service. Wenn wir anfangen würden, Versand zu kosten, wären wir die gleichen Dirty Peasants wie alle anderen. Und das ist auch der Grund, warum wir erreicht worden sind. Vor allem, wen soll ich Versand zahlen? Es kommt eh per Drohne. Da ist ja gar kein Labor mit drin in Wirklichkeit. Das ist ein bisschen Strom, das muss man Amazon aber auch schenken können. Ja, schon, aber die Fluggebühren, quasi die Lizenzgebühren, dass du im Raum, also im Flugraum fliegen darfst, die sind auch so gering, die sind vielleicht 10, 15 Euro. Ja, und das ist es ja. Im Jahr. Herzlich willkommen zu Couchtalks. Hin und wieder reden wir auch über Sachen, die mit Couchloops zu tun haben. Hallo, Grain hat mehr mit Couchloops zu tun als... Als Couchloops? Als eine Couch mit Grain. Ja. Hallo? Ich bin jetzt schon gespannt, wann der Grain endlich bekannt gibt, dass wir die großen Gewinner seines Videocontests da sind oder was auch immer das sein soll. Naja, er hat ja nur gemeint, dass es ja kein Contest ist, sondern... Ich habe gemeint, dass es kein Contest ist. Naja, er hat gesagt, dass es kein Contest ist, sondern er gibt uns die Chance. Er gibt uns die Chance! Die Chance! Hä? Hä? Hä?
Hä? Hä? Was? Wer das übrigens noch nicht gesehen hat, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber... Nein, er hat ja gemeint, dass er einfach nur die Videos dann bei ihm hochlädt. Naja, ich hoffe schon. Also, Grain, wenn... was sowieso passieren wird, das wissen wir, weil ich habe mir so ein bisschen die anderen Zugänge auch angeschaut und... Aber... Du, jetzt sei nicht ballsy. Entschuldigung, aber schau mal unser Setup an, ja? Ja, super. Magst du mal kurz... Wir haben ein super Setup, wir haben ein super Comedy-Skit rausgehauen, aber was sind wir in erster Linie? Ein Gaming-Channel. Es ist doch eh rüberkommen im Skit, oder? Außerdem, und das ist genau der Punkt, also Grain, wenn du dann endlich einmal dich hinsetzt und aus deiner Luxushütte zurück bist und dich dann einmal wieder hinsetzt und dort einmal wieder ein bisschen was arbeitest, auch für dein Geld, ja, dann erwarte ich mal aber schon, dass das nicht nur so ein, hier ist übrigens das Video von den Couches, das ist ja unsere Arbeit. Da erwarte ich mir schon, dass da der Grain auch ein bisschen sich hinsetzt und einmal erklärt, wie awesome wir eigentlich sind. Ja. Warum wir so awesome sind, ja. Mhm. Warum er uns eigentlich viel lieber sehen wird als sich selbst. Abgesehen davon, ja. Also schreibt gleich mit, Grain, ne? Dann wirst du vielleicht auch mal so Fame wie wir. Ich glaube, dadurch, dass er jetzt seit über einer Woche, seitdem er das Video hochgeladen hat, nichts von sich hören hat lassen, glaube ich, er dass baut ihm, was Großes. Ich glaube, dass ja. der Dinosaurier, der mittlerweile der sich verkauft ist, ich glaube, sie haben ihn an einen falschen verkauft. Und zwar keinen lebensechten, also von der Größe. Nein, er hat heute gestreamt. Nein, er hat einen echten Dinosaurier bekommen und der hat ihn zerfleischt. Nein, aber er hat heute gestreamt. Nach dem live Stream gesehen. Heute. Live habe ich ihn gesehen. Nein, der ist nicht tot, nein. Nicht? Nein. Grain, lebst du noch? Grain, lebst du noch? Ich bin eh auch irgendwie pissed off Grain, weil ich weiß ich in den Outtakes Grain, ich liebe dir gesagt habe, aber es kam kein ich liebe dir auch retour. Er kommt dann zurück, brockst du Scheiße. Brockst du Scheiße. Warum kannst du nicht konjugieren erst? Das heißt ja auch nicht Bushido, sondern Bushido. Er kannst du nicht richtig aussprechen. Das ist ein typisches Hamburger Problem, ja. Ich ficke dich. Es tut uns übrigens sehr leid für alle Zuschauer des Couchtrips-Kanals, die überhaupt keine Ahnung haben, worüber wir eigentlich reden und wer dieser verfickte Grain eigentlich ist. Es ist Schleichwerdung. Schleichwerdung? Schleichwerdung und ich kann nicht mehr reden. Mhm. Haben wir irgendwas zu besprechen? Ja, haben wir ja gerade gemacht, oder? Nein, aber es ist irgendwas Konstruktives. Ja, ich habe gedacht, es soll wieder mein Bullshit her. Ja, deswegen bin ich da. Richtig, ich bin wieder gesund. Und ich bin jetzt wieder da. Mhm. Wohey. Hey. Was hast du sozusagen zu diesem komischen Video, das am Dienstag rausgekommen ist, auf unserem Kanal? Ich habe keine Ahnung, wie das da gelandet ist übrigens. Ich glaube, nein, ich kann da genau sagen, wie das da gelandet ist. Und zwar hat das mit Raumzeitrelativität zu tun. Ja. Nämlich in der Zukunft. War das Zukunfts-Jason aus dem Couch Talks 3? Warte. An irgendeinem Punkt in der Raumzeitrelativität. Okay. In der Zukunft. Ja. Ist ein ganz. Warte, davon bin ich ausgegangen, weil es kann nicht aus der Vergangenheit kommen, weil das würde ich wissen. Oh nein. Nein? Nein, nein. Nein. Okay, gut. Ja, das ist eine andere Theorie. Hallo, von hallo, okay, hallo. Wer, ich hab genug YouTube-Videos geschaut, Minute Physics und Vsauce, dass ich dir jetzt sagen kann. Sind die vom offiziellen YouTube-Channel? Ja. Ja. Ich hab genug, ich hab nicht umsonst 3,5 Stunden YouTube-Videos, YouTube studiert, um dir jetzt sagen zu können, ich hab recht. Ja. Und du sollst mir zuhören. Für euch, also, an irgendeinem Punkt in weiter Zukunft oder naher Zukunft, das wissen wir nicht zu. Kann man nicht wirklich determinieren. Ist was ganz, ganz, ganz kapital schiefgelaufen und der Jaden ist kaputt gegangen. Okay. Wurde von einem Mikroorganismus, der eigentlich Nanoroboter sind, wurde komplett ausgetauscht. Das hat noch keiner gemerkt. Und er hat dann die Ability bekommen, dass er in der Zeit zurückreisen kann, was man auch sieht in Couch Talks 3. Ich glaube 3 war. Bist du überfallen worden, weil das warst nicht du, das war okay. Nämlich, pass auf. Das war Mecha-Zukunfts-Nano-Jaden. Das ist die gerade Zeitlinie. Ja, ja. Und da in der Zukunft ist der Jaden ausgetauscht worden gegen Mecha-Jaden, ist zurückgereist,
hat die Geschichte verändert, okay? Okay. Und der Zukunft, der Vergangenheits-Jaden, der dann mit quasi durch die Zeit in die Zukunft gereist ist, will ja den Mecha-Jaden töten und deshalb reist er viel weiter früher zurück zu Couch Talks 3, um den echten Jaden zu warnen, dass der Mecha-Jaden kommt und somit die wieder ausgleichen. Der Facecam-Jaden ist also der Mecha-Jaden und der Zukunft-Jaden ist... Nein, der Facecam-Jaden ist der normale Jaden, okay, der auf den falschen Pfad gehen wird und zum Mecha-Jaden werden würde, okay, weil er mit Facecam angefangen hat. Dass der Zukunft-Jaden mit den rosa Haaren, okay, zurückgekommen ist und den Facecam-Jaden gewarnt hat, kam es nie zu den Ereignissen und wir sind jetzt alle normal. Aber das Problem ist, diese Rückkopplung durch das Raumzeit-Kontinuum, das wir jetzt am Kanal haben, das können wir auch leider nicht löschen. Das heißt, WTF, wie ist das nochmal? WTF.wrv. Dabei ist es eine MP4, ich verstehe es sowieso nicht. Ja, das ist es ja. Hast du die Beschreibung gelesen? Error-Exe? Ich brauche mich gar nicht reinklicken. Wahnsinn, das ist quasi wie virus.txt. Ja. But. Punkt X. Also, Couchnips Wiki, get on that. Das ist so. Ich möchte bitte ein eigenes Video nur haben mit so ein GIF mit seiner Couchnips Timeline. Ja, oh, ist das der Grund, warum es mal eine kurze Zeit lang zwei Couchnips-Kanäle gab, von denen keiner so richtig gewusst hat, warum da auf einmal zwei Kanäle sind? Vulkan hat das mal angesprochen, ich habe keine Ahnung gehabt, wovon er redet. Was? Wirklich? Ja, es gab mal kurzzeitig zwei Couchnips-Kanäle. Die haben gleich ausgeschaut und alles. Ja? Ohne Shit? Ja, das war in der Übergangsphase von HN Nubing zu Couchnips. Nein, da hat es nur einen Couchnips gegeben. Ja, das aber Vulkan ist der Couchnips-Theoretiker, der weiß das. Warte, vielleicht ist Vulkan auch ausgetauscht worden. Vielleicht ist Vulkan nicht Vulkan, ja? Vielleicht. Das müssen wir mal überprüfen. Vulkan, bist du? Bist du echt? Bist du echt? Und wärst du nicht echt, würdest du es uns sagen? Ja, das ist die Frage. Vielleicht ist das tatsächlich Couch Talks 43 und nicht 34. Vielleicht war es kein Fehler. Vielleicht haben wir einfach... Wir haben einfach Wochen übersprungen, ja? Ja. Vielleicht sind wir gerade versehentlich in der Zukunft und wissen es gar nicht. 9 Wochen, ich kann nicht rechnen. Ja. Hey Leute, es gibt tatsächlich nichts Sinnvolles zu besprechen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß hiermit. Das hat sich gerade wirklich einfach aus dem Gespräch heraus entwickelt. Nein, verrat das doch nicht. In Wirklichkeit haben wir ein Skript am Fernseher laufen. Ja. So ein Teleprompter, weil wir sind ja Fame und können uns alles leiten. Na sicher. ja. Demnächst kommen vielleicht ein paar speziellere... Was wird das? Wir werden es dafür Annäherungsversuche. Ja, du bist auf meiner Hälfte. Auf deiner Hälfte? Ja, schau da. Jetzt haben wir extra eine Trennlinie, eine richtige. Da können wir Sachen reinstecken, so. Ja. Hör auf, Sachen in meine Sachen reinzustecken. Das ist überhaupt nicht cool. Na, wenn das hatten wir erst mit dem komischen Bild da vom Higizune. Du magst deine Männer in einer Tasse, aber hast nicht gesagt, was da sonst passiert. Ja. Und unsere Zuschauer, danke Matthias an dieser Stelle, haben es so interpretiert oder finden es so, dass ich der dominantere Part bin bei einer sexuellen Paarbeziehung, die wir niemals haben werden. Das scheint so, ja. Aber ich bin froh drüber, dass ich nicht der Quickte bin. Ja, in der kompletten, eigentlich, wenn man so nimmt, das ist eine gute Metapher für das Couchnips-Verhältnis, in dem wir stehen, ja. Ich bin wirklich ein bisschen der Quickte von uns beiden, ja. Ich muss mich ja praktisch deinen Launen aussetzen, ne? Ach so? Ja. Ist okay. Ich bin abusive Relationships gewohnt. Aber geschlagen habe ich dich noch nie. Nein, nicht. Absichtlich. Nicht absichtlich, ja. Es waren immer Unfälle. Unfälle. Ja. Die Treppe war oft schuld. Ja, genau. Aber die ist auch wirklich... Ja, ciao, es kommt nichts mehr Gescheites raus. Seit es den Vakui nicht mehr gibt, hat man halt niemanden mehr, den man... Ich weiß nicht, worauf dessen Name nicht genannt werden darf. Lord Vakumort, was? Lord Vacuum?
Vacuum. Er hat definitiv kein Vakuum hinterlassen, nein. 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 Das nächste Mal bei Couchdogs gibt es vielleicht wieder normale Couchdogs. Ich freue mich schon sehr drauf. Schreibt es mal vielleicht in den Kommentaren, über was wir reden. Ich habe wirklich schwer das Bedürfnis, einfach für genau das gleiche Video zweimal zu releasen. Einmal als 34 und einmal als 43. Lol, dass wir den jetzt 43 nennen und in 9 Wochen dann den 34, oder was? Nein, wir nennen den 34, aber der ist auch gleichzeitig 43 dann. Wir überspringen 43 einfach.